London Business School. Ich fliege morgen nach London, bin noch leicht erkältet, habe deswegen auch ein bisschen Schiss davor, was so am Flughafen passiert, ob da irgendwie die Corona Control active ist und ich wieder nach Hause darf. Aber schauen wir mal. Ich habe gute Medikamente, damit blocke ich alles weg und hoffe, dass ich einfach durchkomme. Auf einem Growth Forum heißt es. Da geht es eben um Wachstumsthemen, wie man Unternehmen auf Kurs kriegt. Das wird sicherlich super spannend. Ich wollte schon mein ganzes Leben lang mal an eine Elite-Uni. Bisher habe ich es nur an reguläre geschafft. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin da mit ein paar Leuten. Insgesamt sind wir 70 Unternehmer ungefähr. Und ich glaube, das wird eine coole Zeit. Jetzt muss ich noch ein bisschen vorbereiten. Da gibt es so genannte Pre-Reads. Die sind relativ umfänglich. Also das ist ungefähr die Pain Zone. Da muss ich mich noch ein bisschen einlesen, weil ich glaube, es wird da relativ schnell zur Sache gehen. Morgen früh um 7 oder so fliege ich nach London mit kleinem Zwischenstopp in Zürich. Und dann schauen wir mal, was da abgeht. Ich bin jetzt gerade aus dem Club gekommen. War relativ cool. Jetzt warte ich kurz aufs Taxi und dann geht's ab nach London. Ich habe mir jetzt eine nice Ecke gesucht. Ich ziehe mir jetzt noch ein bisschen das Material rein. Die Pre-Reads und sorgt dafür, dass ich gut vorbereitet bin. Für mich geht es jetzt nach Zürich, kurzer Zwischenstopp und dann fliegen wir weiter nach Heathrow. Der Zwischenstopp hier ist ziemlich ineffizient, so mal kurz nach Zürich fliegen, um nach London zu fliegen. Aber irgendwie gibt es keine andere Verbindung, die für mich funktioniert hätte. Und deswegen chill ich jetzt eine Stunde am Flughafen in Zürich und fliege dann weiter nach London gleich. In der Ecke, wo die London Business School ist. Ist auf jeden Fall ganz schön hier. Wie sieht der Campus also hier aus? Gar nicht so groß. Dafür, dass sie so Big Pimpin machen, hier im Ruf. Ich fühle mich schon so, als ob ich gerade wieder in die Schule gehe. Irgendwie. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Zuhause. 212 im B-Wing. Ja, und dann schauen wir mal, ja, wie das da so aussieht hier. Ja, press to exit. Vielleicht habe ich ja Room with a View. Ich habe schon View, halt nach hinten. Und da kann ich eine Jacke aufhängen. Oh, das hat ein Business School, Amenity Kit. Nice. Das ist gar nicht so geschickt. Ich hatte jetzt ein kleines Intermezzo mit meinem Koffer. Das hier abgebrochen ist. Genau, nachdem es abgebrochen ist, hatte ich nichts dabei, um das aufzumachen. Und ja. War ich kurz beim Hausmeister und der hat mir das aufgemacht. Oh, was ein Goodiebag so drin ist. Okay, Shampoo. Ja, Zahnbürste, Sleep Kit. Übel wichtig, weil ich bin ja selten dabei. Ja, jetzt schaue ich mal nach anderen. Wer noch so hier schon angekommen ist und ansonsten gehe ich mal mir was zu essen holen, weil ich habe echt mega Hunger. Ich gehe jetzt gleich mit ein paar Leuten was essen, mit denen habe ich mich gerade connected, haben da so eine Gruppe. Dann gehen wir kurz das Mittagessen, genau. Und danach lege ich mich, glaube ich, nochmal hin, weil war schon irgendwie anstrengend jetzt so. Durch den Airport
echt viele Leute mit Masken. Also die Leute gehen da schon steil, was die Sache angeht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Masken was gegen Viren bringen, aber jeder wie er will. Jetzt geht's los. Ich bin gerade aufgestanden. Irgendwie sind meine Augen ganz schön rot. Vielleicht habe ich doch Corona. Treffe mich jetzt gleich mit dem. Treffe mich gleich mit einem Kollegen von mir. Bereite mir noch ein bisschen ein paar Sachen vor. Gibt so Study Rooms hier, die sind ganz nice. Da kann man reingehen, weil die Zimmer hier doch nicht so groß sind. Da werden wir jetzt noch ein bisschen uns vorbereiten. Also das hier, eine von diesen Business Education Lounges, wo man hingehen kann zum Lernen, Vorbereitung und Arbeiten, Treffen, so. Ist ganz cool, ganz gemütlich. Ja, hier werde ich jetzt mal noch eine Weile verbringen und mich noch ein bisschen vorbereiten. Ein bisschen was habe ich noch zu tun, bevor wir dann mit dem offiziellen Programm heute starten. Wir müssen überall so Knöpfe drücken, um aus den Räumen rein und rauszukommen. Alles gesichert und mit so ID-Cards, das ganz wichtig, weil man nur da rein, wo man Zugangsberechtigung hat. Ich fühle mich wie bei der CIA. Es geht ganz schön ab, aber ich muss sagen, es ist schon krass, was wir heute gelernt haben. So von den Anwendungsfällen und den Case Studies und so. Ich hatte das noch nie gemacht. Das hat mich schon beeindruckt, was da heute gelaufen ist. Und wir haben ein Buch geschenkt bekommen von dem Prof hier. Kann ich nur empfehlen. Was ich auch geil finde, wir sind 70 Leute. Hat in jedes Buch eine kleine Notiz reingeschrieben. Was ich nett finde, kannst du zwar nicht lesen. Toby, best of luck in all your ventures, John. Danke. Ich bin jetzt hier fertig. London Business School war nice. Ich bin jetzt am Flughafen gerade. Ich bin auf dem Weg zum Flugzeug. War schon wieder irgendwie schnell vorbei jetzt alles, aber war eine super, super Woche. Einiges gelernt, viele coole Leute kennengelernt. Viel aus Asien, Indonesien und so. Richtig gut. Jetzt geht's nach Hause und los geht's.